Videos kennt, weiß, dass ich Cool House richtig gerne mag, also Cool House Eis. Und ich glaube, das erste Eis, was ich von denen hatte, war Milkshakes and Fries und ich liebe es immer noch, es ist sehr besonders. Das war das erste Eis, was irgendeine Art herzhaftes Mix-In für mich hatte und ich kann es euch immer noch nur empfehlen, wenn ihr mal hier seid, auch wenn es nicht die größten Stückchen hat, ist da trotzdem noch genug, finde ich, und Malzbällchen drin, das ist eine coole Kombi. Dann später habe ich Chocolate Molten Cake probiert und das war vielleicht ist es auch mein liebstes Schokoeis, was es gibt. Deswegen bin ich umso gespannter, jetzt endlich Hey Cupcake zu probieren. Es ist, glaube ich, so ein bisschen was in die Richtung Birthday Cake, also Geburtstagskuchen, amerikanischer Style. Ich hatte jetzt gerade erst von Serendipity eins, war mega süß. Ich bin gespannt, ob das hier auch so süß wird. Und ja, es hat 6,99 gekostet, gibt es aber auch für 5,99 und in dem Laden, es ist generell schwieriger zu finden als manche andere Sorten von Cool House, aber es ist nicht unmöglich, ihr müsst es nicht bestellen oder so. Design finde ich mega cool, es kommt aus Kalifornien, die Firma ist von einer Frau geführt und gegründet und was haben wir hier? Wir haben Vanille Frosting Eiscreme Basis, also quasi eine Vanilleglasur Eiscreme Basis, dann ringbogenfarbene Sprinkles, also helf mir. Streusel. Yay. Und dann haben wir Cupcake-Kuchen. Teigstückchen. Oder einfach nur Cupcake-Teigstückchen. Und Teigstückchen im Eis, Leute, ich sag's euch, ich liebe es. Sorry, ich sag Moment soft, Leute, es tut mir echt total leid. Die Zutaten seht ihr hier. Und ihr seht zuerst Sahne, zuerst Milch, dann Sahne, dann Zucker. Also es ist die gleiche Zusammensetzung wie im Ben Jerry's, aber hier ist einfach im Drehprozess vom Eismachen mehr Luft reingemacht worden. Seht ihr daran, dass wir 3 Servings haben und ein Serving hat 120 Gramm, also 360 Gramm auf 473 Milliliter. Ben Jerry's hat meistens über 400 Gramm auf 473 Milliliter, also ist nicht so dicht, aber auch nicht so cremig, so luftig wie im Cremissimo. Ein Serving hat 300 Kalorien, 15 Gramm Fett, 13 Gramm gesättigte Fettsäuren, 36 Gramm Kohlenhydrate, wovon 25 Zucker sind. Also es hat deutlich weniger Zucker als das Serendipity. Deswegen bin ich mal gespannt, ob das auch weniger süß schmeckt. Und 4 Gramm Protein. Ja, und jetzt würde ich sagen, machen wir es mal auf. Oh mein Gott, ich liebe immer die Deckel von Cool House. Und das hier ist der coolste Deckel von allen. Also es sieht leider nicht so spannend aus wie das, was ich von Serendipity hatte. Es ist nicht ganz voll und die Stückchen sind so komisch aufgeweicht. Ich hoffe aber, es schmeckt. Vanilla Cake better. Der Geschmack ist ein bisschen komisch, schmeckt fast ein bisschen wie Ahornsirup. Aber die Konsistenz ist der Hammer, besser als die von Serendipity. Die Stückchen hier, ja, leider total aufgeweicht, da war die von Serendipity auch besser. Das ist eine komische Konsistenz. Das hier ist dieses Stückchen, das erste Teigstückchen. Ihr seht, es ist nicht zu klein. Es hat irgendwie eine lustige Konsistenz und Farbe, glaube ich. Okay, lasst mal schauen, wie es schmeckt. Es schmeckt fast so wie weißer Mürbeteig einfach. Bisschen eiiger vielleicht. Hat auch eine zuckige Konsistenz, also ist gut. Leider gefallen mir die Sprinkles hier nicht und der Geschmack der Basis. Schmeckt nicht nach. Ich finde nicht, dass es nach Vanille Frosting schmeckt. Okay, also es ist nicht schlecht. Ich weiß aber nicht, ob ich es nochmal holen würde. Ich glaube, ich würde immer viel lieber das Serendipity holen. Alright, we have Hey Cupcake from Cool House here today, and Cool House is became one of my favorite ice cream brands here in the U.S. To be honest, my first encounter with them was the milkshakes and fries ice cream, and I still like it even though it doesn't have like the largest, biggest chunks. And I also totally fell in love with chocolate molten cake. I think it's maybe my favorite chocolate ice cream out there. So if you haven't tried that, go for it. And you can watch the review if you want. I'll include a link in the description down below. This one is Hey Cupcake. It cost $6.99. Sometimes you can find it for $5.99 as well. It is a more rare flavor, it feels to me. Like I don't find it in every store that sells Cool House. I am excited about it. I think it is something like birthday cake. I've just yesterday had birthday cake from Serendipity and it was really good. It came super close to any kind of birthday cake flavored thing. It was super sweet and we'll see how the sugar content in this one is, if it might be as sweet. I like the design a lot. I like that it is, well, I don't want to judge on that. I don't say anything. It is a woman-founded and led company from California, as far as I know. Yep,
No, this is just the milk, but I think it's from California. And oh, before we go into all the little details here, we should look what it is. It is vanilla frosting ice cream. Okay, I haven't had a vanilla frosting ice cream so far, with rainbow sprinkles. That's like, I think that's like serendipity. And ooh, cupcake dough bites. I always like any kind of dough on ice cream, so I'm excited about that. I hope we get enough. The ingredients are right here, and as you can see, the first ingredient is milk, then cream, then sugar. So it's kind of the same style of ice cream as a Ben & Jerry's. The only thing that's different here is that there's a little more air whipped into these. You can see it here. One serving size is 120 grams. We have three, so the whole pint is 360 grams. Ben & Jerry's is usually over 400 grams for the same amount of milliliters, which is 473 a pint. The nutrition facts are here. One serving has 300 calories, 15 grams of fat, 13 are saturated fats. Well, that's quite a lot. We have 36 carbohydrates and 25 sugar. So 75 sugar, it shouldn't be too sweet. It should definitely not be as sweet as the Serendipity one. And 4 grams of protein. I think that's it. Let's go. Let's scoop. Oh my god, I always love the lids, the little sayings on the lids from Cool House, and this one is by far the best, in my opinion. Alright, it doesn't look as exciting as the Hey Cupcake one, unfortunately. And not the Hey Cupcake one, the Serendipity one. It's not as, like, the sprinkles are melty and it's not as full. Vanilla cake better. Consistency is good. Mmm. Consistency is amazing. It's better than Serendipity, but the taste is a little weird. It almost tastes a little bit like maple syrup. The sprinkles are totally mushy. The ones from Serendipity were better. Mmm, it's a weird consistency. This is one of the cookie dough chunks, and it has a funny color and probably consistency. Looks kind of eggy. It tastes good. Very buttery and eggy, actually. And it almost tastes like just white cookie dough from baking, like, Christmas cookies. Well, I don't like the sprinkles and the taste of the base. I don't think it tastes like vanilla frosting. I like the size of the cookie dough pieces and the taste and the consistency, though. And yeah, I think you can try it, but if you want to choose and get the better birthday cake one, I would recommend the Serendipity one.